Sam, die Engineers machen die Bombe auf der anderen Seite des Viaduktes scharf. Beeil dich. Bin auf dem Weg. Bin dran. Die dritte Bombe entschärfen. Hey Sam, das SMI vermutet, dass um die Bombe herum alles vermint ist. Na super, der Tag hätte nicht besser werden können. Terroristen und ihr kleines Spielzeug. Und eine dreckige Bombe. Gar nicht gut. Okay, wie viele haben wir hier auf dem Schlachthof? Ein Scharfschütze ist auch wieder am Start. Gar nicht gut. Dann schicken wir mal unseren kleinen Freund los. Such die bösen Jungs. Zeig mir, wo sie sind. Komm schon. Gleich da unten ist einer. Da drüben ist auch einer. Ein schwer gepanzerter. Verdammt. Wieder alles am Start hier. Der Scharfschütze zielt auf meinen Trikopter. Ich muss echt aufpassen. Da ist auch einer. Mist. Gar nicht einfach. Okay, kleiner Freund, hier ist alles sauber. Dann holen wir uns noch diesen einen neugierigen Typen da, bevor er noch merkt, dass hier oben jemand rumturnt. Aber die sind ja dumm wie Stroh. So. Gut. Jetzt zum nächsten, den wir markiert haben. Aufpassen. Okay, hier war alles frei. Auf dem Radar orte ich auch nur einen. Ein zweiter. Verdammt, der Scharfschütze hat mich im Visier. Jetzt wird's richtig hässlich. Ich muss die zwei ausschalten. Ihr habt Glück. Ihr dürft schlafen gehen. Sehr schön. Das wird den Dicken anmachen. Wenn er dann da ist, Moment mal. Da ist ja noch einer. Okay, nächsten Abschnitt überprüfen. Da ist der Dicke. Da drüben ist auch noch einer. Verdammt. Ich muss mich beeilen. Der schleicht hier um den Waggon rum. Die wollen mich in die Zange nehmen. Nicht mit mir. Komm, mein Kleiner. Tut mir leid! Den Zug hast du verpasst! Okay. Verstanden. Nächsten Abschnitt durchsuchen. Verstanden. Nächsten Abschnitt durchsuchen. Sicher? Ich hab da so eine kleine Idee. Komm schon. Verdammt. Verdammt. Hat er das gehört? Was war das? Oh ja, das hat er. Ich muss hoch, ich muss hoch. Und jetzt wieder runter. Verdammt, der will nicht nachschauen. Zu schade. Ich muss mich um diesen Scharfschützen kümmern. Der ist mir echt ein Dorn im Auge. Oh Gott. Schon gedacht, was ist das denn? Leiche. Nein, du Blindfisch! Dafür gehst du drauf. Da oben ist einer. Hier ist alles okay. Na dann, wenn alles okay ist, dann verzieh dich. Von meinem Sniper will ich nämlich schön in Ruhe erledigen. Dein Visier. Guter Junge. Jetzt geht's rauf. Ciao. Wen haben wir denn da? Etwas neugierig, würde ich sagen. Mist.
Komm schon. Komm schon, du hast was gehört. Da ist noch einer. Egal. Lauf in meine Falle. Überraschung! Alles Gute kommt von oben. Noch ein schwer gepanzerter. Mist. You know I'm gonna find you. Du findest gar nichts mehr, wenn ich mit dir fertig bin. Das war's! Erledigt. Sehr schön. Nur nicht in die Minen laufen. Gut. Okay. Auf geht's zur Bombe. Die wird aber sicherlich auch noch gut bewacht sein. Deswegen muss ich aufpassen und auf der Hut sein. Die ist leer. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen. Verdammt! Ich komme zu spät. Huschen wir mal darüber. Nettes Licht. So rot. Wie der Tod. Ciao. Ich mal den Boden mit dir an, Kumpel. Da kommt noch einer. Diese verdammte Mine. Shit. Er wird die Leiche finden. Dir in die Tonne. So ein aufmerksamer kleiner Terrorist, der jetzt tot ist. Hier unter sich noch ein. Der Karren ist doch leer. Stecken wir dich doch gleich da rein. Ihr die Bombe gelassen. Wo? Ihr habt alles vermint. Und alle Bahnarbeiter getötet. Aber wo ist die Bombe? In welchem Waggon? Scharfschütze. Schon wieder. Minen. Scharfschützen. Das wird immer schöner. Hier ist keine. Bodenpatrouillen habe ich fertig gemacht. Jetzt gilt es, ihn hier kalt zu machen. Dann ihn. Und dann ihn hier. Drei Stück. Leise und effizient. Aufpassen. Alles vermint, verdammt nochmal. Der Sniper hat seine Position geändert. Ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Vielleicht kümmere ich mich als erstes um den Sniper. Und dann um den Brückengänger. Rüber. Ich hab schon gedacht, die Mine geht jetzt hoch. Die habe ich nämlich glatt übersehen. Mistkerl da oben. Oh. Da ist ein Rohr. Vielleicht komme ich da hoch. Dann gewinnt er einen Freiflug nach unten. Guter Plan. Los geht's. Okay, schön leise, schön leise. Wohin deswegs? Ab mit dir nach unten! Das war's. Okay, der hat nichts bemerkt. Darüber geht's nicht. Er hat Glück. Obwohl, vielleicht sieht er ihn jetzt, wenn ich richtiges Glück habe.
Die Minen sind mir zu gefährlich. Der hat echt großes Glück. Halt. Langsam, Sam, langsam. Ich muss zur Bombe. Oh, super. Noch einer im Waggon. Vielleicht kümmere ich mich doch erst um den Sniper. Okay. Schön langsam und leise. Ich höre die Bombe. Schnauze. Gut. Da ist der Große. Und eine Mine. Hey, Digga. Überraschung. Sam ist da. Okay. Die Bombe ist da. Schluss mit lustig. Gut. Wir sind fertig. Deaktiviere Sprengsatz. Einfach so? Nicht meine erste Party, Briggs. Sprengsatz deaktiviert. Das ging schnell. Verstanden. Zum Ringlockschuppen. Briggs, sehen wir den Anführer? Nein. Charlie versucht, ihn durch Triangulierung zu orten. Haltet mich auf dem Laufenden. Briggs, die letzte ist im Ringlockschuppen. Bin gleich da. Ich muss zum Ringlockschuppen, bevor mir der Kerl am anderen Ende des Lasers die Birne wegpustet. Oh ja, und er hat uns schon im Visier. Durch den Waggon. Schnell. Schnell. Da kommt noch einer. Verdammt. Diese Terroristen sind nicht blöd. Komm schon, Junge. Geh lieber woanders spielen. Hier ist keine gute Idee. Sag ich doch. Deswegen knickknack genick ab. So. Schnell zur nächsten Deckung huschen. Niemand zu sehen. Jetzt! Okay. Weiter. Bin im Ringlockschuppen. Wo ist die Bombe? Die Ingenieure sind wie an einem Zug an, Briggs. Stopp! Penner. Das war knapp. Noch zwei Stück. Eine ist draußen, eine ist drinne. Vielleicht kann ich mich auch an den vorbeischleichen. Muss ja nicht jeden killen. Nur der mir im Weg steht. Wie zum Beispiel. Oh, Moment. Is it time? I don't know. I have a Schön. Zwei Stück. Der kommt auf jeden Fall nicht rein. Der hat auch noch einen Helm auf. Na toll. I think we stand right here where they put us. What's the plan after the bomb gets picked up? We've been over this. Blend in with the crowd, get out of town, then so you can't better see. Roger that. Just wanted to double check. Try not to forget again. Sniper 1 checking here. Everything's clear. Gut, Jungs. Weiter geht die Reise. So ist gut. Jetzt eine schöne Überraschung, mein Freund. So. Das war's. Der ist auch ganz schön nervös. Schau ins Waggon. Guter Junge. Und jetzt... Stopp! Das war's. Gut. Der Weg scheint sauber zu sein. Was zum Teufel? Ein schwer gepanzerter. Na, ganz toll. Und noch einer. Die Bombe ist da drüben. Vielleicht.
Vielleicht, wenn ich ganz schnell bin und flink, muss ich mich mit denen nicht rumschlagen. Oder vielleicht auch nur mit einem. Wäre keine schlechte Idee. Der versperrt mir den Weg. Habe ich noch irgendwas? Brandgranate, Schlafgas, Kontaktschock. Oh! Ich habe ja wieder ein paar Geräuschemitter dabei. Finde ich gut. Okay. Der eine ist da, der andere ist da. Der läuft auch nicht weg. Dann musst du leider sterben, Freundchen. Tut mir leid. Und jetzt zur Bombe. Schnell. Sie haben sie schon verladen. Aber hier draußen ist niemand zu sehen. Deaktivieren wir sie. Na komm, na komm. Du hast das schon mal gemacht. Hey Charlie, bin beim letzten Sprengsatz. Okay, gehen wir es durch? Nein, ich mach das schon. Entspann dich. Nur ein Versuch, Brax. Kinderspiel. Oh, scheiße, Charlie. Ich glaube, ich habe den roten Draht genommen. Du hast was? Deck doch! Reingelegt. Arschloch. Sam, alle Sprengsätze deaktiviert. Rücke ab. Bin gleich beim Anführer. Runter! Na, Freunde, ihr habt wohl keine Fahrkarten. Hässliche Schwarzfahrer. Sie ziehen sich zurück. Gut. Zeit, ein bisschen zu planen. Vielleicht komme ich aus der Tür raus. Eine Chance, aufs Dach zu kommen. Schade. Na dann. Mit Getöse rein. Oder vielleicht auch nicht. Na doch. Scheiße. Vielleicht kann ich sie aber ein bisschen schlafen schicken. Hey, Freunde! Bleibt unten, dann passiert keinem was. Hier, seid zum Schlafen. Gut, alles klar, alle ausgeschaltet. Oh, die schläft auch. Okay, weiter, weiter, weiter. Immer keine Möglichkeit, irgendwie einen Überraschungsangriff zu starten. Hi! Es ist dunkel. Zeit zum Schlafen. Okay, weiter, weiter. Und ich selber in meine Rauchwolke reinlaufen. Was war das? Oh Mann! Na toll, von hier komme ich nicht weiter. Also, benutzen wir das Fenster. Du kannst da nicht lange bleiben, ihr fahrt gleich in einen Tunnel ein. Egal. Komm schon durch. Keine Sorge, Grim. Breche ich denn durch? Hier und da? Ach, verdammt nochmal. Hallo! Oh, Scheiße! Schnauze! Bye bye! Noch einer? Auf der Seite hier. Ah, Mist. Ich brauche unbedingt Schlafgas. Die Fahrausweise, bitte! Genau da, wo du bist! Zeit zum Schlafen! Oh, Scheiße! Polizei, halt! Ich schieße, ich schwör's, Alter! Ach, Scheiße! Hier ist Garrett, Officer 34. Ich brauche Verstärkung! Ganz ruhig. Ruhig, entspannt euch, Freunde. Lass die Geisel frei! Du Vollidiot! Spiel nicht den Helden, sonst geht's dir wie ihm. Klar? Keine Bewegung! Stehen bleiben! Das soll wohl ein Witz sein. Waffe runter! Runter, los! Grim? Oh Mann,
Die Polizei, dein Freund und Helfer, mal wieder kommt, wenn wieder alles zu spät ist und nimmt Sam gefangen oder verhaftet Sam. Junge, Junge, was für eine sehr, sehr geile Mission mit den Bomben, aber mal so gut wie gar nicht stealthig gewesen, so, und war nur so ein bisschen, war schon ein bisschen mehr auf Action getrimmt. Ich habe das schon ein bisschen stealthiger rübergebracht. Auf jeden Fall sollte man den Teil von Briggs wahrscheinlich schon richtig mit nervösen Zeigefinger hier rumbringen, also durchrennen und schießen. Ich bin mal wieder an allen vorbeigeschlichen und habe sie leise ausgeknipst. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Level. Bis dahin, schön stealthy bleiben, Freunde. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ciao. Sieht aus, als sei die Überweisung da. Herr mit der Kohle. Die ABC-Trupps haben die Bomben gesichert und Sam wurde von den Bullen wieder freigelassen. Ja, weiß ich. Danke für die Hilfe, Mann. Was? Nichts, gar nichts. Ich genieße nur den Augenblick. Kameradschaft ist was Tolles. Gute Arbeit, Jungs. Danke. Diesmal war ich als Erster im Flugzeug. VX und Terroristen. Und was erweist sich als größte Bedrohung? Ein schießwütiger Bulle. Ich brauche alle in der Kommandozentrale. Das klang nicht gut. Die Ingenieure sind schlechte Verlierer. Miese Neuigkeiten? Ein neues Video von den Engineers. Ihr werdet die Blacklist nicht aufhalten. Bringt eure Truppen nach Hause. Sofort. Wir werden nicht verhandeln. Sie beschleunigen die Angriffe.